Also grundsätzlich hast du so eine PC-Ausgabelinie von 600 für die günstigsten bis 1600 für die teuersten, so ziemlich. Ich Naja, meine, nach oben gibt es keine Grenze. nach oben gibt es keine Grenze natürlich. Ich gehe jetzt nur von Durchschnitt aus. Aber es gibt für, also wirklich für ganz günstige kannst du auch nur 100 Euro haben. Das sind da wirklich diese Büro-PCs, die absolut nichts können. Wahrscheinlich Derer keine schätze PCs. ich. Das sind das, das, wir hinterfragen das jetzt einfach weiter nicht. Das ist eine private Geschichte und die ist auch nicht in der Aufnahme drin, von daher. Es ist mehr, weiter ging die Geschichte auch nicht mehr. Ich meine, ich wusste ja gleich selbst, dass ich Blödsinn Nee, gebaut. das schrieb, wie viel davon dein eigenes Geld war. Ich glaube 1000. Also, hast du 200 Euro für. Genau. Das ist jetzt eigentlich nicht so. Naja, gut, Ja, naja. es geht ums Prinzip. Ja, das Darum stimmt. müssen wir, also. Ah, die Tür ist immer noch Das war die. Das, ja, das war. Da war. Zu der Zeit hatte ich einen alten PC, der zu outdated war, für irgendein neues Spiel drauf zu spielen zu können. Hatte auch schon den ein oder anderen Virus drauf gehabt und hatte von der Performance war der so schlecht, dass ich schon relativ wahnsinnig bei dem PC geworden bin. Oh, das kenne ich. Und das hat eben dann zu dem Wunsch nach dem neuen PC geführt und Was ist zu dem schlimmer als Ausbau. kein Internet? Schlechtes Schlechtes Internet. Internet, ja. Ja. Dann hast du sogar noch Hoffnung, dass es vielleicht funktionieren könnte, aber nein. Es ist so. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Nein, kommt schon. Ah, warum? Es funktioniert nicht. Haben wir noch irgendwo Zündpulver? Mit Sicherheit nicht. In der Chemiebank vielleicht. Nee. Oh, du sagst auch Chemie. Oh Sag bitte Gott. Chemie. Nee, Chemie. Doch, haben wir. Wir haben 7.628. man spricht es aber wissenschaftlich Chemie aus und nicht Nein. Chemie. Nein, Chemie. Das ist CH. Es ist Chemie. Ja, ich weiß, es ist CH, aber man Sagst spricht du es China klar oder aus. China? Das ist China. Oh, Boah. Alter. Ich sag beides, je nachdem. Sagst du Gut Technik trainiert oder worden. Technik? Also kommt darauf an, wenn man vom Mediamarkt spricht, dann ist es ein Technik. Kennst du die Werbung? Ja, abgenickt von Technik, ja, ich weiß. Aber das ist Aber ja nee, auch. Ah, das ist ja das auch nur ist. die. Vor allem, wenn du kurz machst, ist Tech. Ist ja richtig dann, dass es so ausgesprochen wird. Aber ist auch am Ende und nicht am Anfang. Oh Es tut so Gott. in den Ohren weh. Oh, Chemie, bitte Ohren. gib dem Video das für extra ein Dislike, danke. Danke. Nee, ich werde es auch nie Dislike anders für entschuldigen. Alex. Also ich sag schon China, ja, aber ich sag Chemie auf jeden Fall. Es lässt sich einfach besser aussprechen. Also einfach zum Aussprechen. Naja. Alex, hier schwimmt ein Otter für dich. Warte, es lässt sich einfach aussprechen, aber du sagst einzigste statt einzige. Was? Das ist wegen Angewohnheit. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Ja, warum leuchtet das Ich sogar habe nie lila? gesagt, dass es das eine gute Angewohnheit ist. Alter, was machst du jetzt hier drin? Farben herstellen. Okay. Wo ist lila? Violett? Doch, da. 15 Mal. Nee, Das ist ist. Marineblau. Siehst du. Ja, lila weiß ich gerade nicht, wie man das herstellt. Einfach auf die Rüstung. Okay, Quatsch. Hast du mir gerade mein Schwarz geklaut? Nee. Nein. Hat sich gerade für einen kurzen Moment für mich so falsch angehört. Achso, wow. Ich brauche mehr von dem Marineblau. Muss das herstellen? Was braucht man dafür? Beeren? Und welche? Ach, weiß ich nicht, ich habe einfach alle reingeschmissen. Weißt du, wie man das craftet? Ja. Ich habe irgendwas reingeschmissen, hat Fahrt funktioniert. Naja. Ja, so würde ich aber auch Farben machen. Dann lass die noch weiter angeschaltet. Da ist lila Färbung aus. Was wurde das jetzt hergestellt? Eins, zwei, drei. Wisst ihr, einer macht's vor und alle machen nach. Schlimm. Tja.
Siehst du mal. Kann ich Farm auch mischen? Nein. Schlechtes Internet kotzt mich an bei einem PC. Ich glaube, es kotzt. Es gibt nichts Schlimmeres als schlechtes Internet. Ja, ich habe aber auch schon gelernt, auch ohne Internet Spiele zu spielen. Ja, sag das mal Vivi. Vivi könnt's nicht. Vivi kann ohne Internet nicht leben. Die spielt keine Einzelspieler-Spieler. Stimmt doch gar nicht. Kollaps zum Beispiel ist ohne Internet. Ja, jeder, so gut wie jedes Spiel, das ich habe, ist ohne Internet. Ich bin mit Singleplayer aufgewachsen und das wird auch mein Leben lang so sein, weiter sein. Na, ich mag es nicht mehr besonders. Also damals habe ich auch Pokémon gespielt und Mario und hast nicht gesehen. Ja, aber heutzutage? Die richtigen. Wie viele Einzelspieler-Spiele hast du? Ich habe damals sogar Wario gespielt. Auf meinem PC momentan keins mehr. Siehst du. Ganz einfach aus dem Grundspeicherplatz. Ja, was machst du, wenn auf einmal dein Internet ausfällt? Dann kannst du ja Sassage-Karte. Guck ich? Ja, was willst du gucken ohne Internet? Fernsehen. Wow, das ist doch schlimm. Es gibt nicht schlimmer, als einfach nur Fernsehen zu gucken. Oh Gott, das ist so. Ich ersaufe. Das ist nicht gut. Was willst du machen, wenn du im Garten bei mir bist? Da haben wir nur einen Fernseher. Dich töten. Dann setzen wir uns auf eine Hecke und schauen Pflanze. Ah. Geil. Nice. So, wie lange brauchen wir die eigentlich, um Farbe herzustellen? Da ist nochmal Marineblau. Das hat aus irgendwas hergestellt. Ich brauche Schwarz, aber ich weiß nicht, wie ich Schwarz herstelle. Wahrscheinlich mehr Narkobären. Ich wollte schon sagen Öl, aber okay. Narkobären machen Sinn. Das könnte auch Öl sein. Schon recht. Wow, diese eine Trilobite hat mir gerade 14 schwarze Perlen gegeben. Nice. Aus Zündpulver passiert. Obwohl, Da, lila Färbung. Darauf. Och, Narkobär. Narkobär, aus Narkobären macht irgendein Farbstoff, aber ich glaube, das ist kein Schwarz. Doch. Schlammfärbung. Yeah. Du hattest noch nicht alles, doch. Da hier. Zack. Mich wundert's, dass du nicht lila Türkis nimmst. Cotton Candy. Ja, weißt du, sonst färbt auch alles lila Türkis. Ach, wir haben das, okay. Als Kind habe ich Zuckerwatte geliebt, mittlerweile fasse ich das Zeug nicht mehr an. Ich kleb damit mir nur meinen Mund und meine Finger zu. Und ich hasse das. Ja, du darfst halt eben, das darf keine Feuchtigkeit rankommen, das ist das Problem. Fand Zuckerwatte als Kind immer so eklig. Nicht so. Ja, aber es ist halt eben purer Zucker, ne? Ja. Ich mochte lieber diese langen Haribo-Schlangen. Die habe ich geliebt, die liebe ich immer noch. Ich esse die immer noch teilweise. Ja. Wenn ich sie mal in die Finger bekomme. Oder gebrannte Mandeln. Die esse ich mittlerweile nicht mehr. Gott. Wie hießen diese? Auch schon diese Schlangen, aber diese mit dieser weißen Mitte. Wie die Picoballer. Ja. Naja, die meinte ich ja. Bloß und lang. Ja, die sind geil. Erstmal das Äußere abkauen und dann das Innere. Genau. So ein Jawbreaker. Hey, jetzt können wir uns sogar die Haare färben, ne? Was? Wie das denn? Mit der Schere. Schere? Okay. Schere haben wir nicht mehr. Ich fand Zuckerwatte okay, schrieb das denn. Ich fand immer diese bunte Zuckerwatte, wollte ich mal haben, aber die schmeckt genauso wie eine ganz normale. Haben wir irgendwo noch eine Schere? Ist hier nicht drin. Oh, wir haben Metallschredder, okay. Ich nehme eins mit. Herstellungsschere. Schere. Einschalten.
Ich habe eine hergestellt. Zack. Da, 8. Mach mal Schnippschnapp. Restlich. Hallo? Ich wollte auch den. Man kann Techwaffen unter sich abschießen. Oh ja. So, ich bin fertig. Ich noch nicht. Ich schmeiß mal die Schere in den Farbtopf, ne? Mach das. Da. Ich geh schon wieder Otter töten. Du gehst Autos töten? Otter. Ach, Otter. So, bitteschön. Oh, die Armen. Die Armen. Besser als 10.000 von denen mitzubringen. Wieso, wenn es ein Hochleveliger ist, hättest du mitnehmen können? Nee, da war Low-Level. Hochlevel hätte ich mitgenommen. Sieht schon geil aus so. Was sieht uns jetzt eigentlich noch auf dieser Map? Sich schwängern lassen, die Artefakte sammeln, den Boss machen. Und das war's dann. Es gibt theoretisch noch so ein Mini-Event, was man machen kann, wenn man Elementerz abbauen will. So, fertig. Oh ja, das gefällt mir. Mir fehlt das Schwarz. No. Schere hast du jetzt wohin gepackt? Immer noch im Farbtopf. Jupp. Ich jetzt ertrinken, ist die Frage. Nein. Okay, weil jetzt irgendjemand verstanden hat. Was hast du jetzt gemacht? Ich wäre fast ertrunken. Ich meine gerade Vivi. Nee, Mod abgespielt. Ach, das hier. Okay, gut verbergen. Und abspüren. Ernsthaft, du hast den türkisen Bart gemacht? What the fuck? Oh nein, Schneeball. Wie sieht das? Der gelb. Ich mach mir gelbe Haare. Ja, sieht doch nice. Gar nicht. Nein, gar nicht übertrieben. Die guten alten Ark-Autos, ja. Guten alten Ark-Autos. Da hinten stehen die beiden. Oh! Oh Gott. Erdbeben, cool. Sehr schön, das sollte unser Dings muss jetzt aufheben. Ich wollte gerade durch die Tür da rein, oh Gott. Ah. Ich bin immer schon, wie gut sammelt die Kiste jetzt alles auf? Ist jetzt bis jetzt nur einer aktiv. Ach, die sammelt auch die Edelsteine auf, oder? Das ist gut. Ja. Müsste einiges so zusammenkommen dadurch. Kann ich mal die ganzen Sachen auch hier reinschmeißen? Glaube ich. Zack und zack. Das Schild. Ah, so. Hat wer kurz die Schere da? Ja, ich. Also jetzt sieht natürlich jeder pink gefärbt. Magenta. Dann kann ich meine Haare gelb machen. Das ist kein pink. Ich pack's dir hier rein, ja. Warum ist deine Wand durch eine Tür? Warum ist eine Tür durch die Wand? Frag mal so rum. Das ist eine gute Frage. Die Tür war vorher da, ich hab die einfach die Wand drüber platziert und zack war die Tür drin. Muss Restik mit der Schere machen, wie gesagt, ne? Jo. Ah, schön. Einfach nur schön. So, ich brauche noch ein Schild. Also mit der Zeit schmeckt Holunderbeere einfach nur nach Tee. Oh yeah, jetzt habe ich keine Haare. Doch, oh Gott.
Gelbe Haare, gelbe Bart. Ist das eigentlich die längste Einstellung, die du gemacht hast? Ja, hab ich. Ah. Das Problem ist, dass den Kopf aber aussieht, als wäre der grün. Das ist so, sieht ja richtig scheiß aus. Ich wollte mich auch extra scheiß aussehen lassen. Versuch doch mal orange. Vielleicht sieht orange besser aus. Hm. Okay. Bin gespannt. Oh ja, das sieht wesentlich besser aus. Finde ich. Und rot? Jetzt bin ich das Farben. Jetzt bin ich der Farbentester. Ich will jetzt. Oh und Türkis vielleicht? Ja, gib mir mal die Schere. Moment, lass mich kurz nochmal schnell zu orange ändern. Rot finde ich aber auch nicht schlecht. Nee. Fand ich orange besser. Ich nehme eine Schere, bitte. Danke. Ja, 8, zack. Ja, so ist schon besser. So. Wie machst du das? Ah, Rechtsklick. Schieß mir mal weg! Wieso? Ich mach da einfach nur nach oben. Ich versuch Alex zu treffen. Ist nicht so schwer, hier, zack. Ich glaube, die nächste Map machen wir wieder PvP. Auch ich sehe wie immer nach Blut aus. Ja, ich bin über dir. Ja. Ist eigentlich, wenn wir nach oben fliegen. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Okay, von mir aus. Du musst die Hand ab und zu benutzen, dann bist du ein bisschen schneller. Erst hast du gedrückt halten und mal wieder Rechtsklick machen. Wie lange hält denn das Element in der Rüstung? Du hast eine Prozentanzeige. Du hast neben deinem Level Gewicht und so weiter. Ja, ja, ich sehe es, aber das ist immer noch voll. Ja, ja. Ah. Genau. Ja. Es gibt eine Weltgrenze. Nach oben. Ja, natürlich gibt es das. Schade, man kommt so nicht raus. Ja, dann landen wir doch mal. Wir sind hier gefangen. I believe I can fly. Ich sehe Alex. Ich sehe Vivi. Hi, tschüss. Tschüss. Das ist so unentspannt. Wisst ihr, dass man so einfach übelst die Eier klauen könnte von den Rocktracks? Ja. Ich hab den ganzen Stress nicht gehabt. So, und das 59% sagt er hier. Habe ich mal wieder voll aufgeladen. Ich hole mir noch ein bisschen Element raus. Ich werde mir auch aufgeladen. Zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ja, kann man es auch sagen. Element habe ich jetzt noch dabei. 5,8, ich glaube, das müsste ausreichen. Oh, ich freue mich, wenn wir das Gift benutzen können. Dürfen wir denn eigentlich in DLC die ganzen, also in die Nicht-DLC-Maps, die einfach so sind wie Crystal Island und so, dürfen wir da die DLC-Inhalte benutzen? Natürlich. Das heißt, wir könnten auf Crystal Island das Gift benutzen, obwohl wir Genesis noch nicht gespielt haben? Ja, würde ich schon sagen, weil ursprünglich hätten wir die DLCs ja nach den Story-Maps ja geplant gehabt. Naja, aber Hisky hat halt noch keinen. Ja, die Mail ist halt so. Jo. So, dann. Lass uns doch mal schwanger werden. Ja. Oder auch nicht.
quatsch seit einer Stunde darauf. Du hast es ja eilig, ein Kind zu kriegen. Ich wollte ein Kind kriegen, ich eigentlich nicht, aber... Aua. Aua! Ich hab mich selber betäubt. Nasenbild. Ach du Scheiße. Er schießt Projektile zurück. Ja, du hast nur für dich das Schild gemacht, ne? Ja, mehr hat mir nicht gewusst. An uns hat er nicht gedacht. Ist okay. Nee, dafür sind ja die Metallschilde gedacht. Ja, aber was ist, wenn wir auch ein Textschild haben wollten? Dann brauchen wir nur noch, ich glaube, mehr schwarze Perlen. Ja. Rüstung, Tech. Ja, nur noch schwarze Perlen fehlen uns dafür. Wo hast du die normalen Schilder hingemacht? Hier. Ja, die sind alle da drin. Eine Lupe brauchen wir noch. Ja, Lupe. Eine Sache, die ich nie benutzt habe. Normalerweise sieht man ja, wenn sie beim als Pupsen anfangen. Nicht wirklich. Ich bin echt nicht so gut mit der Lupe und die ist so teuer. Mit der was? Die ist auch nicht teuer. Wer ist teuer? Eine Lupe. So eine Lupe. Ist doch nicht teuer. Naja, Obsidian, Kristall, alles. Ich finde keine Lupe. Im Kannst Tech. Du, glaube ich, selbst craften. L-U-P-A. Wir haben kein Obsidian. Alter, braucht die viel. Ach, wofür brauchen wir eine Lupe? Um zu sehen, wie viel wir den Reaper noch hauen dürfen. Nee, wir das auch so aus dem Spyglass mitnehmen können. Nein, da hätten wir jetzt ein extra Mod runterladen müssen. Und noch mehr Mods. Bin ich nicht der Freund von. Seit Fasern, Holz, Kristall, Leder, Metallbahn, Obsidian. Holy shit. Ich hätte mir gewünscht, dass die Tech-Shield wenigstens noch so richtig wie ein Tech-Shield so nach links und rechts ausbaut. So Tech-Partikeln. Achso. Ja, habe ich eigentlich gekauft beim Tech-Shield. Man müsste jetzt mal die Sachen rausnehmen, die... zack. Alles mal raus hier. So, wenn wir hier in der Basis sind, wo das nächste Erdbeben kommt, dann will ich mal gucken, wie viele Ressourcen wir bekommen. Wir haben ja kein Obsidian nicht, ne? Ein bisschen haben wir. So, eine Lupe. Dafür brauche ich Fasern. Holz. Kristall. Obsidian schon für dich rausgenommen. Leder. Obsidian. Nein. Wir brauchen ja nur eine Lupe. Na dann passt. Dann warum muss ich keine craften? Nee, ich hab jetzt gemacht. Wir haben eh kein Obsidian. 8 Obsidian nicht. Haben wir. Ja, brauchen 25. 15. 15? Ja. Ist fast genauso viel wie 25. Nur weniger. 15. Ist nur eine Primzahl mehr als die Zahl davor. Was? Keine Ahnung. Weder 15 noch 25 ist eine Primzahl. Nein, ich meine jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, dass wenn du die 1 und die 5 zusammenrechnest und die 2 und die 5 zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum wir immer noch keinen Tech-Generator hergestellt haben. Ach, du meinst Rechenregel von der 5. Ja. Wozu brauchen wir einen Tech-Generator? Na, zum Beispiel für die Schlafkapsel vielleicht. Oder die Tech-Lichter. Passt doch bis jetzt alles einfach so, oder? Nicht? Also wäre das unnötig Material von dem Element, ne? Wow. Wo ist denn jetzt? Hallo, wo ist denn? Da hinten. Warum ist er da hinten? Ich stelle mir aber trotzdem eine Tech-Waffe her. Warst du heute
Heute schon um 5.17 Uhr nachts wach? Keine Ahnung. Kann sein, ja. Wieso? Hätte ich gesehen. Nee, zweifel ich. Wieso, wer fragt dich das denn? Das denn? Wer soll mich sonst fragen? Wieso, was war denn da? Darauf warte ich ja noch. Ich glaube, du hast geschlafen. Kann sein, wieso kann nicht sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe dich um 6 Uhr noch was angeschrieben. Hast du? Ja. Schade. Weil du um diese Zeit Paul gefragt hast, ob es technische Probleme gab? Nein, habe ich nicht. Dann lies mal bitte. Dustin, lies bitte besser, was ich geschrieben habe. Kann man eigentlich die Tech-Sattel auch färben? Nein, hab gerade geguckt. Oh. Schade. Ja. Was will ich noch ändern? Was ist eigentlich noch so für Spielzeug? Zack, zack. Die Karte wollen wir Extension. Und was wollen wir nach Extension machen für eine Karte? Doch, man kann doch färben. Oh, doch. Man muss den auch Fluss vorher von Dino wegnehmen. Nice. Keine Ahnung. Das weiß jetzt nicht, was rankommt. Das wäre Genesis. Nach Extinction. So. Hat er ja noch nicht. Technik aufgerüstet, darf man verfahren, was? Ja. Paul hat doch Discord geschrieben, dass der irgendwie Technik aufgerüstet hat. Da habe ich gefragt, was er jetzt aufgerüstet hat. Mehr war das nicht. Ich habe nicht gefragt, ob es technische Probleme gab oder so. So. Also ich bin komplett ready. Ich habe jetzt... Ah, da sieht das geil aus, das Lila auf Metall. Holy shit. Ich hab's zwar ein bisschen übertrieben jetzt, aber ist mir egal. Ich schon, wo ich schwarz finde. Schön. Einfach alles lila gefärbt bei mir. Ja. Das Schwarz haben wir nicht. Keine Ahnung, wie man Schwarz herstellt. Black Dye. Black Coloring. So, mit Beeren und anderen Black Coloring. Au. Ich muss sagen, meins sieht auch geil aus, ne? Oh, Narkosebeeren und Holzkohle braucht man dafür. Hatten wir ja, aber trotzdem, keine Ahnung. Wer hat das gepfiffen? Ich nicht. Ach nee, da war ein Gegner. Gegner. Weil er technisch Probleme mit seinem Capture Card hatte. Wusste ich nicht. Wusste ich ja nicht, dass in der Suche daher. So. Wir brauchen Holz. Holzkohle. Unmengen. Ich dachte, wir wollten jetzt los. Ja, nee, ich kann es ja noch herstellen lassen. Das ist es ja. Lustig, als jemand einen Rockdrake geklaut hat, dass von 10.000 Seiten einfach mal so 20 Rockdrakes überall hergeflogen kamen, um dich zu beißen. Nein, sag bloß. Das sah super aus. So. Also, ich bin jetzt endlich ready. Ich auch. Oh, jetzt wo man die Rüstung gefärbt hat, sind diese blauen Dinger da. Oh, nicht mehr so nervig. Wer hat die Lupe mitgenommen? Whisky, ne? Ich hab so. Gut. Ach, vielleicht soll es jemand anders geben, weil ich... Nein, du musst es ja zeigen. Na, ich kann sie kurz ausrüsten und zeigen, wie das funktioniert. Mann, nein. Inventar nicht, So. Dann nimmt sich die 8. Mach das hier. Und schlag ihn damit, keine Ahnung. Schwarze Farbe irgendwie selbst craften, oder wie ist das?
Wie gesagt, du brauchst Holzkohle und Narkosebeeren. Und wo würde man. Wie funktioniert jetzt eine Lupe genau? Wenn da guckt Narkotikbeeren irgendwie übrig. Nein, haben wir nicht. Die Lupe hältst du an den Dino zum Beispiel ran. Und wenn die Reaper Queen minus, also nur noch 1000 Leben hat oder Gott, so. Muss man nah ran. Holy shit. Yep. Nee, danke, das mache ich nicht. An den Dino musst du. Ja, ich war gerade am Dino. Ich belasse das Alex. Nee, ich mache das extra deswegen nicht. Deswegen sage ich ja, normalerweise, wenn es Lowlife genug ist, um dich zu schwängern, fängt es an, so lila Wolken rauszupupsen. Darauf achte ich immer. Ja, dann macht das halt irgendwie wieder. Muss sie, wie sich ich die... hab davon keine Ahnung. Du siehst richtig krass, wie sie dann lila Furzen anfängt. Okay, dann... So, in Rocky ist die Lupe. Aber wir fliegen jetzt gleich los.